Ja, hallo liebe Freunde. Am Samstag, den 9. Juni 2018, war es wieder soweit. Der zweite Benefizlauf zugunsten der Elterninitiative für krebskranke Kinder in Homburg fand statt. Leider kam das Wetter uns dazwischen, aber wir wollen noch gerne eine Message loswerden. Nämlich wollen wir uns bei allen, die mitgeholfen haben, die mit dabei gewesen sind, wollen wir uns herzlich bedanken. Und ich gebe einfach mal an den Eventplaner Joe Felker weiter. Ja, Stefan, vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich natürlich bei unserer Stadt, bei unserem Stadtbürgermeister, beim Ralf Fechler, bei den Stadtwerken fürs Sponsoring Strom und Wasser. Natürlich bei unserer Stadtgärtnerei, die Bühne wunderbar geschmückt hat. Beim Bauhof, der hier viel gearbeitet hat und vor allen Dingen auch die Holzbude gestellt hat. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben hier drumherum beim Programm. Neben mir steht schon Tante Lilly, die ganz gewaltig mitgearbeitet hat, um das Unterhaltungsprogramm für die Kinder auf die Beine zu stellen. Ein herzliches Dankeschön an dich, Stefan. Du hast dir sehr viel Mühe und Arbeit gemacht, um das Ganze auch in Bild und Ton festzuhalten, was eine ganz, ganz tolle Werbung ist. Und natürlich möchte ich mich ganz besonders bei allen Sponsoren bedanken. Und ich hoffe, dass noch weitere Sponsoren kommen. Es kann noch weiter eingezahlt werden. Wir lassen das Spendenkonto bis Ende Juni auf jeden Fall geöffnet. Das ist noch nicht spät. Also jeder kann dabei sein. Es ist sehr wichtig, dass jeder ein bisschen spenden kann. Jeder kann ein Held sein. Und deshalb, wie gesagt, hier unten kann man sehen, Kontonummer und einfach unsere Helden für Helden findet bis Ende der Juni statt, okay? Okay, dann würde ich sagen, Helden für Helden, Heroes für Heroes, wir waren dabei und du kannst auch noch dabei sein. So schaut es aus, Freunde. Bis Ende Juni 2018 habt ihr noch die Möglichkeit, für die Elterninitiative krebskranker Kinder in Homburg-Saar zu spenden. Zusammen mit Francis von der Cancer Benefit Group aus Kaiserslautern, Schirmherr Ralf Hechler und Organisator Joe Felker fand um 14 Uhr die Begrüßung statt und natürlich durfte wie jedes Jahr die wundervolle Stimme von James für die deutsche und amerikanische Nationalhymne nicht fehlen. Deutsches Vaterland. Die ehemaligen Krebspatienten eröffneten mit einer Ehrenrunde den zweiten Benefizlauf und anschließend durften auch alle anderen hochmotivierten Läuferinnen und Läufer für einen guten Zweck möglichst viele Runden drehen. Egal ob groß oder klein, jung oder alt, zwei oder vier Beine, laufen, joggen oder rollen. Jede einzelne Runde wurde mit Herzblut für eine gute Sache absolviert und das Wetter spielte noch mit, was sich aber keine zwei Stunden später sich schon ändern sollte. Die gute Seele und der Liebling aller Kinder, Jasna Salazar alias Tante Lilly, hatte auch dieses Jahr wieder ein wunderschönes Rahmenprogramm auf der Bühne vorbereitet. Mit Moderator Markus Göttel und ihrem persönlichen Assistenten Lukas sowie den Helfern Thomas und Holger begann die Show mit den tierischen Freunden aus der Fantasiewelt und dem Ententanz. Anschließend hatte die Band vom Heinrich-Heine-Gymnasium sowie von der Hip-Hop-Tanzgruppe aus Langstuhl ihren Auftritt. Leider dauerte es nicht lange und die ersten Regentropfen erreichten unser Veranstaltungsgelände und kurz daraufhin setzte auch der Regen mit Windböen ein. Spätestens als das erste Zelt sich selbstständig machte und auch ein Wasserfall entstand, war klar, dass die kurz vorher bekannt gegebene offizielle Unwetterwarnung leider wahr wurde. Zwar versuchte man noch mit Gesang und Motivation die Stimmung bei Laune zu halten, aber nachdem auch die letzten zwei hoch engagierten Helden sich aus den Wasserfluten retteten, war die Stimmung dahin. Während unser Bürgermeister Ralf Hechler mit den Kollegen versuchten, das Zelt festzuhalten, war auch inzwischen halb Rammstein unter Wasser gestanden. Und wie bei jeder Veranstaltung geht die Sicherheit vor und daher wurde auch leider nach nur 3 Stunden wieder alles zusammengepackt und gemeinsam der traurige Nachhauseweg angetreten. An dieser Stelle auch von mir persönlich an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie alle anderen Helden, die unermüdlich mitgewirkt haben, ein großes Dankeschön für eure große Hilfe. Wir hoffen natürlich, dass alle gut nach Hause gekommen sind und sich der Schaden in Grenzen hielt. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder, wenn es heißt Helden für Helden, Heroes für Heroes. Helden für Helden, Heroes für Heroes. Wir waren dabei und du kannst auch noch dabei sein.